Hey, Showtime. In der Highschool konnte man seit Generationen entweder eine Sportskanone, ein Geek, eine Prinzessin oder ein hoffnungsloser Fall sein. Ich bin mein eigener bester Freund. Was ich nicht wusste war, ich hatte ein brandneues Label. Du bist doch ihre Duff. Sorry, ihre was? Duff, D-U-F-F, Designated Ugly Fat Friend. Was hast du gerade zu mir gesagt? Okay, hey, so habe ich das nicht gemeint. In jeder Clique gibt es eine. Das kann man leichter ansprechen. Du hast den Job gemacht. Gut für dich. Du darfst das nicht so wörtlich nehmen. Zu Frauen sagt man ja auch Schnecke. Dabei sind sie doch Menschen. Ich habe keine Ahnung, wovon du da überhaupt redest. Es wurde immer schwerer, die Wahrheit zu leugnen. Warum war ich Bosley? Die Engel waren doch zu dritt. Ich schlag vor, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Boah, da geht er beinahe ab. Entspann dich. Entspann dich? Denn ich bin hier sonst so ein Krampf. Und danke, nein, hab ich nicht. Ja, hast du. Ich will von niemandem mehr die Duff sein, okay? Aber hast du mich nicht? Ja, das tue ich. Aber du bist der Einzige an der Schule, der mir gesagt hat, was eigentlich abgeht. Du hilfst mir dabei und ich helfe dir dafür in Chemie. Da hast du aber den leichteren Part. Ich muss dich entduffen. Also machst du's? Unter einer Bedingung. Du bittest mich mit deiner Monsterstimme. Wie, als wir noch klein waren? Mhm. Nein, ich erinnere mich nicht daran. Sicher? Ja, tue ich nicht. Ich könnte... Okay. Und womit fangen wir bei mir an? Du versteckst deine Möpse, deine Haltung und Klamotten sind scheiße und du trägst den falschen BH. Bam. Ich gucke auf Heidi Klum. Solltest du auch. Mit 15 Jungs zu reden, ohne komplett durchzudrehen. Nein. Einfach cool bleiben, okay? Entschuldigung, ich kann das nicht. Leute wie du werden niemals wichtig sein. Also hör auf, Leuten wie mir an den Karren zu pissen. Zeig, wer du bist. Steh dazu. Ich werde als einsamer Freak enden. Genau wie meine Mom. Du bist nur so toll, wie du dich selbst fühlst. Du siehst irre aus. Irre abgefahren. Wir ziehen den Scheiß durch. Ja, ich bin die davon irgendwie. Nur das bist du auch. Das ist jeder mal. Aber das sollte nicht entscheiden, wie du dich siehst. Ich muss mit dir über was reden. Frage? Hör auf. Ich habe ein richtiges Date. Nicht übel für eine Duff, oder was? Sie kann das echt tragen. Alter, sie ist 15 Jahre alt, Mann. Sie ist eine 10. Die 15 sind mir egal. Du wirst mir das nicht glauben, aber ich war die Duff. Was? Es gab nur keinen so coolen Namen. Ich hieß da der Volldepp, A. Urkel, asiatischer Urkel. Nerdarsch. Hätte die Hilfe nicht gebraucht.